Manfred Schmieler vom Boxclub Heros und Verbandspräsident. Im Einlagekampf boxen Timur Musafarov, Boxring Kanapdelwich, gegen Pedro de Alesio, Boxring Hilden. Der Kampf war ohne Wertung und wurde von Ringrichter Werner Schäfer geleitet. Angelika Beckmann überreichte eine Urkunde des Boxring Kanapdelwich für den dritten Platz der deutschen Jugendmeisterschaft im Mittelgewicht der Jugend A. Timur Musafarov, Boxring Kanapdelwich. Manfred Schmieler mit Sali Yildirim. Manfred Schmieler, NABV-Präsident und DABV-Vizepräsident. Sali Yildirim und sein Trainer Rocco Bonavita warten auf ihren Einsatz. Der Boxclub Kamp Lindford boxt gegen Katowice, Polen. Am 21.09.2002 in Kamp Lindford, Glück auf Halle. Ringrichter in diesem Kampf ist Pawelek aus Polen. Es boxen Sali Yildirim, BC Kamp Lindford, gegen Robert Talarek, Katowice. Der Ringrichter Pawelek aus Polen erklärt Sali Yildirim zum Sieger. Sali Yildirim bestritt 63 Kämpfe, davon 34 Siege, 26 verloren und 3 unentschieden. Titel von Yildirim: 1990 NABV-Vizemeister, 1991 NABV-Meister, 1994 WABV-Vizemeister. So sehen glückliche Sieger aus. Trainingsabend beim Sportclub Vogelheim am 24.09.2002. Leichtes Sparring zwischen Dirk Schleitzer und Norbert von Keitz. Der Bundesliga-Boxer Cevdet Gashi vom Sportclub Vogelheim. Leichtes Sparring zwischen Oliver Kentrath und Javed Tamir. Leichtes Sparring Gregory Bartschew gegen André. Und Carsten Reinholz gegen Patrick Korte. Bei der Westdeutschen Meisterschaft am 12.10.2002 in Köln, Sporthalle Süd, wurde Sebastian Tlatlik vom BC Steele, betreut vom Trainer Jörg Grunsdorf. Es boxten Sebastian Tlatlik, BC Steele, gegen Vjazeslav Krivoser, SC Colonia Köln. Ringrichter in diesem Kampf Carsten Marquez. Betreuer waren Jörg Grunsdorf, BC Steele und Franz Stahlschmidt, Sportclub Vogelheim. Im Hintergrund Manfred Schmieler mit Gattin. Der Ringrichter Carsten Marquez erklärt Sebastian Tlatlik zum Sieger. Hans Westerfeld, Sportwart des NABV, überreicht die Meisterurkunde.
Sebastian Tlatlik, BC Steele, mit der Westdeutschen Meisterurkunde.